Das ist der letzte Newsletter 2021 der Pensomed-Gruppe. Wir freuen uns auch schon auf das neue Jahr. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensomed Holding GmbH. Im Jahr 2021 haben wir einen großen Wachstum verzeichnen können. Sehr, sehr viele Mitarbeiter sind zu uns gekommen und sehr viele zufriedene Kunden ebenfalls. Dieses Jahr haben wir dann schon abgeschlossen, aber für nächstes Jahr, für 2022, wollen wir in Hannover, in Lindau und Dresden jeweils eine Geschäftsstelle öffnen. Wir versprechen uns davon, einfach noch näher an unseren Kunden und noch näher an unseren Mitarbeitern zu sein. Einfach um die Servicequalität, die wir ohnehin schon recht hoch haben, dann auch weiter zu fördern. Für das Jahr 2021 hat der Gesetzgeber tatsächlich es noch geschafft, eine mögliche Impfpflicht zum 16.03.2022 in Aussicht zu stellen. Was man davon hält, wie man das bewerten möchte, das bleibt jedem selber überlassen. Allerdings müssen wir als Arbeitgeber insbesondere natürlich schon alles darauf ausrichten, dass das da nahtlos ab dem 16.03. funktioniert. Ich bitte Sie inständig, die nächsten Tage, wenn Ihr Disponent anruft oder die Verwaltung anruft, das Impfzertifikat uns doch zu übermitteln oder auch dann mitzuteilen, wie der derzeitige Impfstatus ist. Wir wollen den Sachverhalt nicht bewerten, können wir auch nicht und vor allen Dingen nicht für jeden Einzelnen. Wir müssen nur schauen als Arbeitgeber, dass über den 16.03.2021 alles nahtlos weiterläuft und insbesondere Sie Ihre Tätigkeit auch weiter ausüben können. Deswegen bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Dezember 2021, das neue Jahr steht schon vor der Tür. Wir, insbesondere von der Pensomed-Gruppe, bedanken uns recht herzlich bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wünschen Ihnen, insbesondere und Ihren Familien, alles, alles Gute für das kommende neue Jahr, besinnliche und ruhige Feiertage. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank.